Hallo zusammen, heute schauen wir uns mal die Kniebeuge etwas genauer an. Euer Stand ist hüftbreit oder sogar etwas breiter. Wenn ihr wollt, lasst die Zehenspitzen leicht nach außen zeigen. Konzentriert euch vor jeder Kniebeuge und visualisiert, wie diese aussehen soll. Lieber weniger, aber dafür gut ausgeführte Kniebeugen als viele mit schlechter Technik. Stellt euch bei der Kniebeuge vor, ihr wollt euch auf einen Stuhl setzen. Schiebt eure Hüfte so weit nach hinten wie möglich. Geht leicht in die Knie und schiebt euer Gesäß noch ein Stück weiter. Geht erst jetzt noch weiter runter in die Kniebeuge. Anfangs kann man den Bewegungsablauf in diese drei Schritte unterteilen. Wenn das gut funktioniert, setzt die Teilbewegungen zu einer flüssigen Kniebeuge zusammen. Beim Runtergehen könnt ihr die Arme entweder vor der Brust verschränken oder, wie ich es am liebsten mache, nach vorne ausstrecken. Ich finde, so hat man bei der Kniebeuge noch etwas mehr Stabilität. Ein häufiges Fehlerbild bei der Kniebeuge sind die X-Beine beim Runtergehen. Achtet also darauf, dass sich eure Knie beim Runtergehen nicht annähern. Ein weiterer häufig verbreiteter Fehler ist, dass das Knie über die Fußspitzen kommt. Hier entsteht eine ungesunde Belastung für das Knie. Optimalerweise sollte das Knie mit dem Fußgelenk beim Runtergehen eine gerade Linie bilden. Wie hier gut zu erkennen ist, ist das Gewicht auf die Fußballen verlagert. Bei der Kniebeuge sollte das Gewicht aber eher Richtung Fersen verlagert werden. Das heißt, die Fersen müssen auf jeden Fall auf dem Boden sein. Ein gutes Hilfsmittel bei der Kniebeuge ist, einen Stab oder einen Stock zu benutzen. Dieser führt quasi euren Bewegungsablauf. Die klassische Kniebeuge ist super für zwischendurch und mit wenig Platz gut durchzuführen. Hier kräftigt ihr besonders die Oberschenkelmuskulatur, das Gesäß, die Rücken- und die Rumpfmuskulatur. Also, worauf wartet ihr? Los geht's!